Ja, aber kann ich jetzt wegen ihm da nicht erkundschaften? Das wäre doof, ne? Och, Menno, da kann ich ja hier gar nicht hin. Weil der steht doch da direkt am Eingang. Ja, da ist er. Wir müssen den Plan ändern, vermutlich. Also. Ich kann da leider nicht hin, ne? Dann gehen wir einfach mal drum rum. Da müssen wir halt mal da hinten gucken, bei diesen ganzen Gebäuden. Und da müssen wir uns eine Fraktion anschließen. Das steht wahrscheinlich in Kürze auf dem Plan. Und dann... Ja, dann haben wir natürlich die bessere Rüstung. Und dann sind diese... Dann sind diese ganzen Viecher natürlich kein Problem mehr. Okay, hier springt gleich was aus dem Boden. Ich weiß nur nicht was. Gut, das war jetzt erträglich, ne? So, was ist hier? Der gleiche. Aha, siehste. Erfahrene Spieler sehen sofort, wo Gefahr droht. Deswegen bin ich auch gerade zweimal gestorben, ne? Ja, so sieht's aus. So sieht's aus, aber das kann ich ja alles wegschneiden. Das kriegt ihr ja gar nicht mit, ne? Ja, ja, ja. Weil ich ja so viel schneide, ne? So. Deswegen starte ich ja auch mitten in der Folge die Aufnahme, weil ich so viel schneide. So, was ist hier? Ist hier auch so ein riesen Klopf? Ne, hier sind nur kleine Klöpfe. Guck mal. Oh, bitte nur einer von denen. Da hinten sind noch mehr. So, ist hier... kann ich hier gefahrfrei kämpfen? Ne, da nicht so wirklich. Da unten läuft was rum. Was nicht so ganz appetitlich aussieht, ehrlich gesagt. Also das ist irgendwie eine ganz schwierige Gegend, ne? Hätte ich jetzt so nicht gedacht eigentlich. Ich dachte, ich rasche hier mal durch, grase alles ab und dann haben wir's, ne? Aber nö. Das scheint nicht so zu klappen. Zähne? Boah, das ist ekelhaft. Ich habe dem Zähne abgenommen. Naja, hoffentlich hatte er die in der Tasche und nicht aus dem Mund, ne? Wollen wir uns da mal ranwagen an dem... Moped da unten. Also ich habe ja arge Bedenken, aber ne? das Ding kenne ich ja noch gar nicht. Ja gut, dann machen wir das halt wie immer, ne? Speichern und rein an den Otto. Ja, ja. Oh, der ist cool. Leute, ich bin zu schwach. Aber ich habe über die Hälfte abgezogen. Also wenn ich das geschickt anstelle, dann kann ich den schaffen. Aber ich bin ehrlich gesagt zu geizig, was die Tränke angeht. Da müsste ich so viel Tränke verballern. Deswegen warten wir hier an dieser Stelle auch auf die bessere Rüstung. Ne? Wäre jetzt mein Vorschlag in die Runde. Tja. So. Das heißt aber nicht, dass wir hier so altbekannte, die schlagen wir natürlich kurz und klein, ne? Das ist klar. Vor allem aus lauter Frust, weil wir dauernd verlieren im Moment. Ich glaube, ich bin gerade dreimal gestorben oder viermal, ich weiß nicht. So, hier ist auch ein kleines Lager. Ist das jetzt eine Menschensiedlung oder ist das ein verlassenes Unholdgebiet? Da hier schon so ein Häscher rumeiert, tippe ich eher auf Unholdgebiet. Wow. Sind die tot? Okay, die sind tot. Was heißt das? Hier muss doch irgendwo einer sein, der in der Lage ist, diese Dinger zu töten, ne?
Und der mir hoffentlich nicht in den Rücken beißt gleich. Boah, hier sind ja einige, ne? Hallo? Das ist ein Teleportstein, den hole ich mir gleich. Da freue ich mich schon wieder drüber. Weil wir reisen ja immer eigentlich immer ganz bequem, ne? Wir sind ja so eine bequeme Fraktion heute. Heutzutage, nicht nur heute. So, Dietrich. Ich höre Geräusche, ich habe ein bisschen Angst. Ich hole mir jetzt den Teleportstein. Ah, er war das. Schau an. Da mal locht einer oder so ähnlich. So, mach mal hier auf, bitte. Oder an, oder wie heißt das? Aktivier mal. Mach mal fertig. So. Ach, da sind auch noch welche. Oh, sind das Banditen? Jetzt habe ich schon wieder Angst. Bist du ein Bandit oder bist du ein Niemand? Oh, das ist ein Vagabund. Ein Vagabund. Aber diese Vagabunde tun mir nichts. Okay, die tun mir nichts, sind aber sehr pingelig, was deren Hab und Gut angeht, ne? Also ich kann hier nichts rausnehmen. Ich darf hier nichts rausnehmen. Darf ich das nehmen? Danke. Ja gut, dann sprechen wir die doch gleich mal an, ne? Ob die mal eine kleine Quest für uns haben. Was gibt's denn da so? Aha, das ist nur der Hintereingang zu dem Riesenareal da oben, okay. So, was hier ist... Oh. Nee, das wollte ich eigentlich nicht. Nein, nicht... eklig. Ich wollte... Das ist die Toilette. Nein, schon wieder. Hallo. Ich wollte nur das Klopapier klauen für... Also für... Also als Überraschung für den Nächsten, der... hier die Sitzung vollzieht, ne? So. Haha, da bin ich halt. So, wo ist denn hier jetzt einer zum Sprechen? Na, du bist wohl auch schon eine Pfeile auf den Socken. Ich sag dir, wenn du aus dem Achselschweiß eine Suppe machen kannst, dann wird es Zeit für eine Pause. Den Tipp gibt es frei aus. Och, ein ganz lustiger. Axel, der ist aber locker drauf, ne? Ignadon, so. Warum hat es dich nach Ignadon verschlagen? Die Vergangenheit. Das musst du mir erklären. Die falschen Freunde, die falschen Ziele, das falsche Leben. Auch wenn es sich wie ein Witz anhört, hier ist es 100-mal sicherer als da, wo ich herkomme. Mehr kann und will ich nicht darüber erzählen. Was? Wo kommst du denn her? Mensch, will ich es wissen. So, sprichst du auch mit mir oder rauchst du nur? Bist du auf der Suche nach einer Bleibe? Ja, sicher. Klar, warum nicht? Ein Mann mit Verstand. Du kannst die Betten in unserem Lager jederzeit benutzen. Meistens pennt man zwar im Mief der anderen, aber es gibt Schlimmeres. Der andere macht sich Achselschweißsuppe und dieser pennt im Mief der anderen. Was ist das für ein Volk hier? Die sind ja völlig schmerzfrei, wa? Nee, danke. Ich möchte lieber nicht bei euch schlafen. Auch nicht in eurem Mief. Was gibt's hier noch? Oh, da steht ein Trank. Leider ein Mana-Trank. Ich hätte gerne einen Heiltrank. So, kann er mir denn hier jetzt mehr erzählen? Der hier. Der sieht ein kleines bisschen wichtig aus. Raudur. Ja, der hat einen Namen. Wenn der einen Namen hat, das ist auch schon mal gut, ne? Was ist denn da in der Pfanne? Oh. Wir braten das Fleisch. Oh, ein Kartenstück. Das will ich... Das darf ich nicht, aber das will ich. Das werde ich auch. Ich speichere mal. Er sieht mich doch nicht, ne? Okay, was will uns das jetzt sagen? Da ist diese komische Anlage und hier so und hier ist gar kein Kreuz oder so. Egal. Vielleicht gehört das ja zu einem anderen Kartenstück dazu oder so. Weiß man ja nicht. Ich spreche mal an jetzt. Ja, ein neuer Vagabund auf unseren Straßen. Lass dich willkommen heißen. Freut mich ebenfalls. Ist es nicht toll? Da sind wir im entferntesten Winkel der Welt und keiner kann uns die gute Laune nehmen. Es mag zwar nicht die beste Idee sein, hier draußen Quartier zu beziehen, aber es ist auch nicht die schlechteste. Eigentlich lässt es sich hier sogar sehr gut leben, wenn man sich mit den Umständen arrangiert hat.
Darum begrüße ich auch jeden Neuen herzlich, denn vielleicht ist er bald Teil unserer Gemeinschaft. Der klingt ein kleines bisschen verrückt, oder? Viel Erfolg hattest du damit noch nicht, oder? Hey, ich wollte nur freundlich sein. Hier überhaupt auf einen Menschen zu treffen, grenzt an ein Wunder. Aber jetzt habe ich schon so viel erzählt. Was kann ich für dich tun? Och, ich wollte nichts, wollte nur labern. Wäre es nicht klüger, Schutz bei den Klerikern zu suchen? Oh, das ist das Letzte, was ich will. Klar, man ist in ihrer Festung bestimmt sicher, aber dafür musst du dir das Gequatsche ihrer Prediger geben. Darauf kann ich gut verzichten. Außerdem habe ich ganz andere Probleme. Da muss ich mir keine neuen schaffen. Probleme, das hört sich nach einer Quest an. So, erzähl mal bitte. Du hast ein Problem erwähnt. Brauchst du Hilfe? Normalerweise ist das eine Frage, die ich den Leuten immer stelle. Anders kommt man heutzutage ja nicht an ein paar Splitter. Aber zurück zu deiner Frage. Wir versuchen schon seit einiger Zeit, unseren Generator zum Laufen zu bringen. Irgendetwas stimmt mit ihm nicht. Hätten wir den nötigen Elektroschrott, sähe es ganz anders aus. Aber komm da erst mal ran. Das ist gar nicht so einfach. Zufällig hätte ich was dabei. Zufällig hätte ich was dabei. Ich besorge dir Dinge. Ich kann dir auch nicht. Doch, ich kann dir helfen. Ich will dir auch helfen. Ich besorge dir die nötigen Teile. Die Aussicht auf Strom lässt mich hoffen, dass du Erfolg hast. Wenn du 5 Haufen Elektroschrott findest, sollte ich daraus die nötigen Ersatzteile gewinnen können. Ich kann dich allerdings nicht mit Elexit bezahlen. Aber ich finde schon etwas Passendes, um dich zu entschädigen. Okay, 5 Haufen, das ist nix eigentlich, ne? Ich habe den Elektroschrott, den du wolltest. Gut, nun muss ich nur noch die richtigen Teile daraus gewinnen. Warte einen Moment, vielleicht kriege ich die alte Lady jetzt zum Laufen. Na bitte, es geht doch. Hier, nimm. Es sind zwar keine Splitter, aber du kannst das Zeug bestimmt dagegen eintauschen. Ich habe dafür keine Verwendung. Zu viel Lärm und unberechenbar. Ach, Granaten. Ja, die nehme ich. Die nehme ich. Ja, schön. Der hat also einen Generator geschraubt. Ich dachte, das ist einfach nur so eine Geste, die er macht. Zu freundlich. Oh, ich bin eine geborene Frohnatur. Das ist alles. Och, schade, das wäre jetzt gut gewesen. Und das ist alles? Ja, die unwichtigen Einzelheiten habe ich bewusst ausgespart. Die gehen nur mich etwas an. Ach ja, wenn du willst, steht es dir frei, dich hier jederzeit auszuruhen. Gastfreundschaft will schließlich gelebt werden. Okay. Danke, das Angebot nehme ich gerne an. Nichts zu danken. Ist doch selbstverständlich. Ich trau dem Typen nicht. Das ist schon der zweite, der mir sagt, dass ich hier schlafen darf, ne? Erstechen die mich im Schlaf, oder was? So, also hier gibt's so nichts mehr zu holen, ne? Da hinten noch einmal langlaufen. Aber ich denke, da ist nichts mehr. Hallo. Ich glaube, den Typen... Ach, hier ist nochmal Elektroschrott. Wunderschön. Ich glaube, den Typen werden wir nochmal wiedersehen. Das glaube ich. Ich glaube, spätestens, wenn wir in die Stadt der Kleriker gehen, dann wird bestimmt irgendeiner den irgendwie eine Rechnung offen haben mit dem oder so. Das glaube ich schon. So, wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, okay. Dann gehen wir mal hier so lang, ne? Dann können wir vielleicht da so vorbeihuschen an dem Gebiet, wo uns jeder ans Leder will. So,
Gut. Probieren wir das mal aus. Ist das die richtige Richtung? Ist ja komplett die falsche Richtung. Also ich muss hier runter. Muss ich mal einen... Hallo? Ich wollte einen Marker setzen. X. Dahin. Ach nö, habe ich jetzt zwei Marker? Nee. Ich bin noch ein bisschen verwirrt. Ich habe doch da zwei orangene, lilane Pfeile, oder? Egal. Egal, Karl, wir kommen damit klar. Wir laufen jetzt einfach mal hier lang. Da oben sehe ich ein Blümchen. Das machen wir uns mal zum temporären Ziel, wa? Zack. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh, ich habe vergessen zu schreien. Mann. Was war das denn? Das habe ich gar nicht gesehen. Lag da ein Steinhaufen? Ja, tatsächlich. Oh. Da wurde ich wohl juste überrascht. Ne? So, hier muss ich aufpassen. Hier war dieses komische Ding. Das komische Ding. Mit dem Wolfsgesicht. Da irgendwo läuft der rum, ne? Mit dem Wolfsgesicht. Der mich da so widerlich platt gemacht hat. Versteht ihr, was ich meine? Wo ist der? Ne, da unten, das sind nur so kleine. Die da unten, die schaffe ich wohl, aber da hinten. Ich muss mal gucken, aber darunter gehe ich jetzt mal. Juhu, Angriff! Achso, der hat nichts gemerkt. Ich dachte, ich kann den sofort den nächsten angreifen, aber die hat nichts gemerkt von meiner Aktion. So. Gut. Ich glaube, wir sind hier sicher, ne? Bis auf den hier. Ja. Gut. Also. Immer vorsichtig ums Eck schleichen. Was war das? Achso, Wiesenkraut. Oh, das wächst auch hier, wo die Lava fließt. Wiesenkraut gibt es überall. Unser heiß geliebtes Wiesenkraut. Ach nö, da hinten ist schon wieder so ein. Ach nö. Okay, da können wir nicht lang. Da können wir nicht lang. Wir müssen, glaube ich, dann vielleicht doch eher. Mehr oder weniger straight, glaube ich, müssen wir dann doch Richtung Lager gehen, weil hier sind irgendwie doch eher starke Gegner, ne? Kommt jetzt da einer? Nein? Gut. Kommt hier denn jetzt keiner? Oh, da kommt ja doch. Ach, die kommt. Die Ratte. Die Ratte. Jawollo. Komm. Ah, jetzt hör auf damit. Sondern greif mich an. So, jetzt haben wir uns komplett verlaufen, ne? Jawohl, jetzt sind wir hier mitten drin. Hier ist nochmal irgend so ein Gelumpe. Da laufen wir jetzt mal hin. Vielleicht können wir ja da. Aber ich vermute, da können wir auch nichts machen. Da oben ist ein Lager, ne? Da sind so Zäune und so. Oder war ich da gerade? Ne, da war ich gerade. Ich dachte schon, da ist irgendeine Anlage. Eine tolle. Eine ganz tolle Anlage. Oh. Oh. Achso, ne, der ist gar nicht gefährlich. Ich dachte schon. Ich dachte schon. Ja, aber diese Insel ist komplett umspült von dieser schwarzen, ekligen Masse, ne? Wir sollten vielleicht mal speichern. Und es sieht auch so aus. Oh, Schrotpatronen. Sieht so aus, als wäre da. Es wird hier ganz schön heiß.